Die Sonne lacht. Also, ich meine natürlich bei Super Mario Sunshine. Frendos, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Video von Mario Sunshine auf diesem Kanal, wo wir im heutigen Part uns nur den 100er-Insignien widmen werden. Weil so langsam aber sicher geht's dem Ende zu. Es neigt sich dem Ende zu. Wir haben 100 Insignien insgesamt. Und das ist schon sehr strong. Heißt, es fehlen nur noch 20 Stück. Bedeutet, wir sind bald durch. Von daher starten wir doch erstmal in Playa del Sol. Und da habe ich den Kommentar von Inslo offen, der geschrieben hat, dort muss ich in Kapitel 8 reinsliden. Playa... wo ist denn das? Hier, Pista Delfino? Bin ich blöd? Ja, ein bisschen blöd bin ich ja schon. Das gebe ich ja zu. Playa del Sol. Wo ist denn das hier? Carolina Corona? Monte Bianco? Ah, hier in der Mitte! Ah, yo, das war das mit der Ananas. Aber wo genau finde ich das hier nochmal? Auf der Map? Digga, wo finde ich das denn? By the way, ich bin schon ein bisschen nach vorne geslidet. Wir starten den heutigen Part mal nicht ganz, ganz vorne. Kleine Abwechslung, kann man mal so sagen. Und mal Playa del Sol. War das das, wo ich da... Ich kann mir das echt nicht merken. Ich weiß einfach nicht, warum. Das ist, glaube ich, keine Ahnung, mein Goldfischgedächtnis. Ich kann mir einfach nicht merken, wo welches Level startet. Das ist Baia Paradiso, das ist ja Müll. Da will ich ja nicht rein. Aber wo war das denn sonst? Nee, das haben wir ja schon. Das ist im letzten Part passiert und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Meister, bitte halt dein Maul. Nein, Meister, ich muss raus. Ich muss raus. Das ergibt ja keinen Sinn, wenn ich da reinslide. Was? Da hinten? Am Leuchtturm? Oh Mann, warum kann ich mir das nicht merken? Also Respekt an die Leute, die sich merken können. Ja, aber hängt wahrscheinlich daran, wenn man es in der Kindheit häufiger gespielt hat. Wie gesagt, als Kind konnte ich mir auch jeden Scheiß merken, vor allem mit Videospielen. Und jetzt, wo man halt immer noch ein Kind ist, aber laut Ausweis Erwachsener, ist halt immer so Uga Buga. Was ist das? Ah, Bingo, das ist es. Woohoo! Alright, rein geht's. Nächste 100er Münze. Kapitel Nummer 8. Playa del Sol, das Wassermelonenfestival. Ich weiß sogar grob, oder beziehungsweise ich kann mir vorstellen, wie man die Münzen bekommt. Und zwar mit den Viechern dahin, wenn man denen ja irgendwie so eine... Da muss ich jetzt echt gucken, wie ich das mache. Wenn ich denen so eine Stampfattacke gebe, kommt eine Münze. Die hält dann eine Sekunde. Aber ich glaube, that's the way to go hier, oder? Naja, Freunde, ich habe ja gesagt, ich möchte wieder über Themen reden. Themen dies, das, Ananas. Und da wurde mir ein Thema geschrieben von Eiswarm. Ich hoffe, dass ich diesmal seinen Namen oder ihren Namen, weiß ich nicht, richtig ausgesprochen habe. Und zwar geht's... Nein, falsch, das war gar nicht. Ah, der Themenvorschlag war von Gasbro. So, bam, sorry, pardon. Wurde kommentiert vor 8 Tagen. Und zwar Themenvorschlag, Schulabschlüsse, Ausbildungen und Studium etc. Also ich kann echt nicht sagen, was genau jetzt das Thema dahinter ist. Aber ich dachte, ich kann es, also... Kann er so ein bisschen von mir erzählen oder mir Gedanken machen, was mir so einfällt oder was mir in den Sinn kommt? Ich meine, so funktionieren Themenvorschläge ja irgendwo unter anderem. Deswegen fangen wir doch einfach mal an. Das ist generell ein sehr interessantes Thema. Generell also alles, was mit Bildung zu tun hat. Bildung ist ja so der Grundbaustein des Menschen, meiner Meinung nach. Jeder strebt irgendwo insgeheim nach... Na, was heißt insgeheim? Jeder strebt nach Weiterentwicklung. Man merkt's, wenn man irgendwann stehen bleibt und sich nicht weiterentwickelt, sei es schulisch, menschlich oder sonst wie, du wirst auf Dauer hardcore unzufrieden sein. Und deswegen ist Weiterbildung ein Grundbedürfnis des Menschen. Wie komme ich da jetzt denn so schnell rüber? Komm, kann man überhaupt so schnell rüberkommen? So, die blaue Münze muss ja da hinten sein. Ja, wahrscheinlich... Ach, Digga, das kann nicht sein. Wahrscheinlich, indem ich hier am Boden so ein bisschen herslide. Ja, okay, doch easy, ne? Fortfahren, jetzt habe ich nicht gespeichert, aber passiert. Du wirst wahrscheinlich einfach auf der anderen Seite rauskommen, habe ich nicht recht? Jo, dann sliden wir nochmal zurück. Genau. Und deswegen würde ich sagen, erzähle ich heute einfach so ein bisschen bei mir, wie diese ganzen Steps bei mir im Leben ausgesehen haben oder was ich generell gemacht habe. So viele wissen das ja schon, aber einige sind ja immer noch neu auf dem Channel.
Und kenne mich im Allgemeinen nicht so gut. Also letztens habe ich auch wieder einen Kommentar bekommen. Ich finde das immer sau funny. Wo jemand geschrieben hatte, so, hey, yo, ich habe diesen Kanal hier gerade entdeckt und damit dich auch neu entdeckt, ne, cooler Kanal, weiter so, ich habe abonniert und dann finde ich es immer wieder erstaunlich, yo, nämlich irgendwer durch den Let's Play-Kanal findet, dass sowas echt noch funktioniert. Aber das finde ich halt so schön, dass Let's Plays immer noch eine Zielgruppe haben und dass es immer noch Menschen gibt, die sich halt dafür interessieren, wenn man einfach mal ein Game so spielt. Also, anders spielt einfach. Das ist sehr, sehr schön und das erquickt meine Seele. So, nächste Münze. Genau, deswegen. Also, Schulabschluss kann ich sagen. Ich habe damals... Ja. War ich an der Grundschule? Nein, David, sag bloß. Und bin danach auf eine Realschule gekommen. Es gab ja damals, das finde ich auch immer noch sehr kurios, es gibt ja in der Grundschule immer so Empfehlungen für Kinder, auf welche Schule sie gehören. Das finde ich so dämlich teilweise. Weil die Grundschule geht ja 4 Jahre. Es gibt, ich glaube, Bundesländer teilweise. Oder auch Länder, wo die Grundschule deutlich länger geht, was ich auch deutlich smarter finde. Dass man allen einfach erstmal so eine allgemeine Schulbildung ermöglicht. Klar, jeder lernt unterschiedlich. Es gibt Leute, die halt schneller lernen, langsamer lernen. Und darüber wird man ja erstmal so einen Unterschied feststellen können. Aber guck mal, ich finde dieses Prinzip von Grundschulen voll dumm, dass man mit 10 Jahren sagt, okay, er ist so und so in der Schule, er gehört jetzt aufs Gymnasium. A, er oder sie ist gerade so in der Schule, nicht so ein Oberburner, in Anführungszeichen, zack, auf die Hauptschule. Oh, was? Das kam jetzt sehr überraschend. Und dass man da halt so stark differenziert in so einem jungen Alter, das ist halt absolut dämlich, weil, guck mal, jeder entwickelt sich unterschiedlich schnell. Und bei mir ist es halt so gewesen, damals in der Grundschule. Guck mal, egal an welche Schule ich gekommen bin, ich war am Anfang immer richtig beschissen, weil ich mich erstmal gewöhnen musste an eine neue Schule, an neue Leute, an neue Inhalte, die man so vorgekaut bekommen hat. Okay, jupp, die Raketendüse. Mal gucken, ob die irgendwas bewirkt. I don't know. Hi, grüß dich. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Und so war es auch in der Grundschule bei mir. Also am Anfang war ich richtig überschaubar unterwegs, weil ich auch einfach extrem ruhig gewesen bin als Kind, extrem schüchtern. Und generell Schule für mich einfach so ein neues Konzept gewesen ist. Und da habe ich irgendwann zweite Klasse vor allem, bin ich fast sitzen geblieben, weil ich einfach kaum geredet habe. Und es gab ja früher noch so, das finde ich voll interessant, Zeugnisse, wo Lehrer Texte reingeschrieben haben. Und was da in alten Zeugnissen von mir drin steht, finde ich immer voll krass, weil das ist einfach ein anderer Mensch gewesen damals. Aber ist ja auch klar gewesen, also ich meine, wie alt war ich da? 8? 7? Nee, 7 in der zweiten. Was erwartet man großartig von einem 7-Jährigen? Und deswegen ist Grundschule meiner Meinung nach, also, natürlich geil, nur um die grundlegenden Dinge im Leben zu lernen. Aber wieder differenziert wird und gesagt wird, du kommst jetzt dahin, du kommst dahin, das ist halt absolut dämlich und hat definitiv Verbesserungspotenzial. Genau, dann ging es für mich an die Realschule, da selbes Prinzip, am Anfang habe ich auch, also in Englisch, boah Bruder, Englisch war ja eh immer, Digga, was hat mich gerade beworfen? Englisch war ja eh immer, ach Bienen! Es gibt Bienen. Ja, geil, da muss ich den Yoshi finden. Ja, dann gibt es auf jeden Fall... Hoppala! Digga. Ja, ich muss erstmal Yoshi finden. Ich habe keine Ahnung, wo der hier rumschwört. Ja, versuchen wir erstmal ihn zu finden an der Stelle. Genau, ne? 5. Klasse habe ich auch relativ viele, ich glaube 2 oder 3 Fünfen in Englisch geschrieben, weil alle... Das fand ich so erstaunlich. Alle anderen waren solche, ja, Oberburner in Englisch, konnten teilweise schon reden. Und wir hatten halt bei uns in Englisch in der Grundschule einzelne Wörter gelernt. Was heißt Frosch? Sowas zum Beispiel. Wie heißt Kuh auf Englisch? Und auf einmal komme ich an diese neue Schule und auf einmal verlangen die von mir, Englisch zu reden in einfachen Sätzen. Und ich dachte damals, Digga, was passiert hier, ne? Ja, teilweise immer 5 geschrieben, also komplette Katastrophe. Ja, und dementsprechend hat er auch relativ viele 4. Guck mal, 6, also wirklich 5. Klasse hatte ich einen Notendurchschnitt, keine Ahnung, von 3 irgendwas. Teilweise glaube ich vielleicht sogar 4.
Und in der 7. Klasse habe ich irgendwann das Prinzip verstanden, hatte dort einen Schnitt von 1,3. Das war aber auch eine kranke Zeit tatsächlich. Tja, weil ich einfach irgendwann verstanden habe, so, okay, das wollen Lehrer von mir, okay, dann mache ich das mal so, ne? Und das ist halt der perfekte Beispiel. Das perfekte Beispiel, dass sich halt jeder individuell entwickelt, ne? Naja, dann irgendwann habe ich mich dazu entschieden, yo, ich möchte auf jeden Fall Abi machen. Da wurde ich auch immer gefragt, yo, eigentlich warum? Weil für mich stand ja damals schon fest, ich möchte eine Ausbildung bei der Sparkasse machen und dafür brauchst du kein Abi, kannst auch mit einem Realschulabschluss machen. Wurde mir immer so gesagt, wenn ich doch so fest entschlossen bin, das zu tun, dann meinte ich immer, ja, safe, aber ich fühle mich einfach menschlich noch gar nicht so weit. Das habe ich immer ganz offen mit 16, 17 schon gesagt. Und meinte, Alter, ich bin nicht bereit fürs Arbeiten, hä? Deswegen wollte ich erstmal noch mein Abitur hinterhängen, weil, keine Ahnung, erstmal als Mensch weiterentwickeln und man weiß nie, wofür man das braucht. So, das Abi kann ich auch jedem empfehlen irgendwo. Klar, es gibt auch Leute, die sagen, ey, habe ich keinen Bock, ich will lieber arbeiten. Auch voll cool, definitiv. Aber ich kann trotzdem das Abi einfach jedem ans Herz legen, weil da sind aber auch nochmal die Unterschiede. Es gibt Leute, die halt Schule mögen oder mochten und es gibt Leute, die nicht so positive Erfahrungen in der Schule gemacht haben. Und alles in einem muss ich sagen, es war doch eine coole Erfahrung und im Gegensatz zur Arbeitswelt wird man nie wieder so viel frei haben. Und alleine das ist halt für mich ein starkes Argument, warum man eigentlich das Abi machen kann, um nochmal so ein bisschen das Leben zu genießen, bevor es dann irgendwann richtig losgeht mit Studium eventuell oder mit einem festen Job. Ja, dann ging es für mich in die Ausbildung. Ausbildung war eh nochmal, ja. Sehr spannendes Kapitel. Was ist hier oben? Bro, das wollte ich nicht. Hör doch auf, hör auf, hör auf. Mario! Ich check gar nicht, was ich machen soll. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Naja, ich will mal ein bisschen im Meer herumschwimmen. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Ansonsten gucke ich mir gleich wieder meine YouTube-Guides an. Die sind auch immer schön, muss ich sagen. Die sind auch immer schön. Yes, dann habe ich mit der Ausbildung gestartet. Ausbildung auch wieder am Anfang in der Schule, bisschen holprig gelaufen, Berufsschule zumindest, und danach ging es halt wieder fit. Auch wieder das perfekte Beispiel, man kommt an eine neue Schule, muss sich erstmal an neue Sachen gewöhnen oder generell an eine neue Form, weil Ausbildung ist ja mit Arbeiten und Go doch schon mal was anderes. Und yes, das ist so die Erfahrung, die ich halt gemacht habe mit Weiterbildung etc. Es gibt noch natürlich das Studium. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keinen Bock aufs Studium, so vom Inhalt her. Aber wenn ich halt immer wieder so Geschichten mitbekomme, wie teilweise irgendwie erst die Feiern oder sowas ablaufen, denke ich mir, okay, alleine deswegen ist es schon, glaube ich, eine sehr, sehr coole Lebenserfahrung, einfach das Studium mitzunehmen. Hm. Aha, da hinten ist auf jeden Fall noch was. Okay, yo, hier ist einiges. Geil. Ja, das wird gut werden. Das ist sehr, sehr gut. Genau, aber Studium muss man auch natürlich gucken, was man studiert, ob es einen wirklich weiterbringt. Es gibt ja auch viele, die nur studieren, weil sie nicht wissen, was sie machen wollen. Das gibt's auch. Ist auch voll cool, voll in Ordnung. Ah, du kannst höher springen. Ah, that's the point. Okay, man sollte aber auch eine Münze treffen vielleicht. Wäre ja gar nicht mal so bad, ne? Warte, jetzt brauche ich ein bisschen Fokus hier. Ich brauche ein bisschen Fokus, bitte. Ja, da hinten ist die Düse, womit man über Wasser... Okay, noch eine Münze. Na, die Düse, womit man über Wasser laufen kann. So auf ganz entspannter Basis. Dankeschön. Vielleicht machen wir das auch so. Ne, da habe ich leider keine Münze getroffen. Muss ich jetzt ernsthaft nochmal die andere Düse nehmen? Bitte nicht. Yay! Zumindest habe ich schon mal die blaue Münze mitgenommen. What a wang! Ah, das geht auch so. Geil! Okay. Vielleicht klappt's jetzt? Nee, nicht so ganz. Vielleicht jetzt? Yes, 3D, schwieriger Hase. Yes, geil, 40 Münzen haben wir schon mal, läuft. Ja, genau, so viel auf jeden Fall zu meiner Entwicklung, beziehungsweise zu den Schritten, für die ich mich entschieden habe. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie viel ich über dieses Thema reden kann.
Weil klar, es ist bestimmt ein interessantes Thema, vor allem wenn man drinsteckt. Aber ich glaube, ich habe irgendwann mal ein interessantes Animal Crossing Video dazu gemacht. Oh, dann ist auch noch eine blaue Münze. Cool. Wo ich auch ein bisschen expliziter darüber geredet habe. Aber ansonsten, wie gesagt, ist halt ein sehr allgemeines Thema. Da müsste ich noch ein bisschen konkreter werden. Was genau jetzt beispielsweise Gasbro hinter diesem Thema interessiert. Ja, wie gesagt, es ist... Nimm mal die Münze mit. Interessantes Thema. Nee, und wie gesagt, irgendwann im Leben muss man sich für entscheiden, welchen Weg man geht. Egal welchen Weg man geht, alles ist auf jeden Fall richtig. Und man darf auch mal auf die Schnauze fallen, beziehungsweise eine ja, negative Erfahrung machen. Oder man kann auch mal eine Ausbildung starten, wo man im Endeffekt merkt, fuck, das ist doch nichts für mich. Man kann auch ein Studium starten, wo man merkt, okay, Kacke ist auch nichts für mich. So, egal, Hauptsache ausprobieren. Die größte Priorität ist das Ausprobieren tatsächlich. Dass man viel herumprobiert, guckt, was einem liegt. Und deswegen empfehle ich auch immer jedem, der gar keine Ahnung hat, wo es irgendwann mal hingeht. Ausprobieren, Praktika machen, sich schlau lesen. Guck mal, das ist generell so ein Thema, wo ich mir immer denke, Alter, natürlich jetzt kein Diss oder so, aber ich merke das natürlich hier an der, ja, teilweise neuen Generation oder generell die Generation nach mir so gesehen, dass man halt immer fauler und bequemer wird und man fragt halt immer mehr, obwohl man prinzipiell auch googeln könnte. Also viele googeln gar nicht mehr. Und mein Gedanke ist jedes Mal, Alter, du hast in deiner Hosentasche das gesamte Wissen der Menschheit. Du kannst alles über Google lernen oder dir aneignen. Guck mal, zum Beispiel alles, was ich über YouTube weiß. Mit Schneiden etc., bla bla bla, ne, Thumbnails bearbeiten und so ein Bums, habe ich gelernt über Google und Tutorials und das Internet. Guck mal, das Internet ist so ein geiler Ort. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ihr könnt alles übers Internet lernen. So, ich habe Schneiden gelernt, Bildbearbeitung etc. Beispielsweise Stiggy, also Phil, der hat sich selber das Gitarrespielen beigebracht. Übers Internet. Es geht alles übers Internet. Deswegen tut mir einen Gefallen. Auch wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst was zu Berufen habt, nutzt Google. Alles steht im Internet. Es ist alles im Internet. Ach, guck mal, hier ist auch eine blaue Münze. Cool. Läuft. So, aber das dauert extrem lange, hier 100 Münzen zu bekommen. So, 56. Ja, und jetzt sieht's langsam irgendwie alt aus. Guck mal, wo war denn Yoshi hier in diesem Level? Das würde mich whoopala interessieren. Ich habe doch gar keine Ahnung. Wirf mich mal... Nee, doch nicht. Das ist... Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Danke für die Rose. Danke für die Rose, Gang Gang. Okay, ja, dann holen wir uns mal das Ding wieder ab. Ja, wie gesagt, ab jetzt habe ich keine Ahnung. Ich google mal. Ne? Thema Google, wo wir gerade gewesen sind. Okay, ich habe gerade gegoogelt. Ich finde kein Tutorial auf YouTube. Kein richtiges zumindest. Aber ich habe mir schon mal grob angeschaut, wo ich noch ein paar Münzen snacken kann. Aber wie gesagt, ich muss Yoshi finden. Ich habe keine Ahnung, wo der hier... Ist der hier in der Mitte irgendwo? Oder... Warte mal, ist er da oben? Weil wenn ich Yoshi habe, kann ich ja zumindest schon mal diese Bienen fressen. Es gibt ja hier irgendwo Bienen. Der schimmelt auch nicht hier oben, oder? Junge, das ist ja wack. Voice Crack LP lässt auch wieder grüßen. Das ist ja ultra wack. Boing, boing. Kann man da nach oben? Scheint auch nicht so. Naja, Hilfe! Dann nehmen wir auf jeden Fall... Digga, ich bin gleich tot. Geil. So, ich wollte gerade sagen, vorsichtig. Nicht, dass die Bienen mich noch irgendwie hops nehmen. So, 61 Münzen haben wir jetzt. Was nun? Was nun? Okay, warte mal. Ich muss hier auf jeden Fall rüber. 39 Münzen fehlen. Digga, das ist alleine 100 Münzen zu finden, ist wirklich... Der Tod. Das ist definitiv der Tod. Guck mal da oben. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Dann haben wir schon mal, weiß ich nicht, 70 Münzen, Digga?
Boah, jetzt die letzten Insignien, die werden sich ziehen. Die werden sich definitiv ziehen. Aber bei den 100 Münzen gibt es ja zumindest Tutorials, die man sich reinziehen kann. Also das habe ich mir gerade angeguckt, wie das funktionieren soll. Ich hoffe, ich kriege das auch so hin, wie ich es mir vorstelle. Warte mal. Springen und dann kommt man hoch. Right? Guck mal einer an. Ich muss nochmal nach oben. Puh, ich wollte gerade sagen, ich hätte mich wieder bei der Kameraperspektive beschwert, dass die so wack ist. Wie viele blaue Coins haben wir eigentlich gesammelt? Häng dich mal runter, geht das? Ja, guck mal, diese Münzen. Und zwar muss man sich... Warte mal, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich weiß wie. Ich weiß doch nicht. Mann, ich habe doch gerade vorhin so einen Drehsprung geschafft. Wie geht denn das? Wie soll man denn da rüberkommen? Oder vielleicht wirklich mit der Schwebedüse? Ich besorge mir mal die Schwebedüse. Bro, das kann ja nur ein Spaß werden, dieses Level. Das kann definitiv nur ein Spaß werden. 35 Münzen fehlen also noch. Guck mal, allein dieser Part dauert schon 1000 Jahre. 1000 Jahre dauert dieser Part. Und das ist halt sehr ärgerlich, ne? Das ist sehr, sehr ärgerlich. Alright, gib mir die Düse. Ich glaube aber, wir müssen nochmal unter Wasser gucken. Wie gesagt, ich habe mir gerade ein Video reingezogen, wie das grob funktioniert oder funktionieren könnte. Und zwar, ich glaube, hier runter waren noch Münzen. Nee. Hab mich doch nur getäuscht. Oder sind hier drin Münzen? Irgendwo, Alter? Kann mir nicht irgendwer random paar Münzen geben? Bro, ich habe keine Ahnung. Ah, Bingo, hier. Oh, strong, das sind 8 Münzen. Digga, das ist richtig viel. Das ist, scheint wenig, aber jetzt gerade ist das richtig, richtig stark. Ah, sogar eine blaue Münze, aber die will ich nicht. Mann, ich scheiß auf die blaue Münze. Gib mir lieber normale Münzen, sodass ich das hier irgendwie schaffe. So, geil. 72. Okay, wieder ein paar richtig und wichtige Münzen. Ja, dann muss ich jetzt aber voll den verkrampften Weg nach oben gehen. Ich dachte eigentlich so, ja, easy, die 300er Münzen, die mache ich in einem Part weg, kein Problem. Tja, verkackt. Funktioniert doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, werf mich mal weiter hoch, bitte. Ah, ja. Hört bitte auf, weil ich kann meine Düse nicht benutzen, wenn ihr mich nach oben werft. Und das ist natürlich ärgerlich. Hallo? Ja, okay, jetzt kannst du mich nach oben werfen. Oder auch nicht. Echt jetzt? Die Treppe kommt hier nicht hoch? Das ist aber ein Armutszeugnis von euch. Kann es sein, dass es vielleicht in dem Kapitel Yoshi gar nicht gibt? Aber es ergibt gar keinen Sinn. Oder schimmelt Yoshi irgendwo hier oben rum? Also wie gesagt, mir wurde gesagt, das 8. Kapitel soll ich dafür nehmen. Aber 28 Münzen, wo soll ich die denn herbekommen? Ich habe bestimmt wieder irgendeinen krassen Trick mit den Dingern am Strand verpasst. Dass man mit denen irgendwie auch 3 Münzen rausholen kann, hundertprozentig, oder? So, vorsichtig. Gibt's hier auch irgendeinen Trick, dass man in die Sonne gucken kann? Weil es wurde gerade so verdächtig auf die Sonne gezeigt. Geil. Yeehaw! Okay, geil. Nein, warum tust du das denn jetzt? Ich wollte das vorhin von dir, Mario. Aber da hast du es nicht getan. Das ist echt ein Jammer, Alter. Boing, boing. Ja, danke. Jetzt nochmal. Und vielleicht kriegen wir es hin, da noch die Münzen einzusammeln. Diese gottverdammten Münzen. Okay. Das ist jetzt Moment of the Truth, ne? Das schaffe ich never. Das ist nicht der Way to go. Nein. Mann, wer hat sich das denn... Ja, ich muss hundertprozentig mit dieser Düse... Nein, ich weiß, wie man das macht. Natürlich, ich muss mich so drehen wie vorhin. Ach, verdammt. Friendos, ein Tag ist vergangen, seitdem ich die letzte Aufnahme hier getätigt habe.
denn ich wollte eigentlich weiter aufnehmen, bin dann irgendwann gestorben bei 72 Münzen und deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich verschiebe die Aufnahme. Na, ihr habt den ersten Part gesehen, ne, den ersten Teil. Für mich ist ein Tag vergangen, für euch ist es ist gar keine Zeit vergangen. Na, nur, dass ihr Bescheid wisst oder beziehungsweise euch nicht wundert, warum ich jetzt einen anderen Pullover anhabe. Weil diese Mission, sorry, die suckt übelst rein. Also die ist... Ach, die ist halt ultra nervig. Die ist halt super, super nervig. Ich habe mir vorhin im Internet angeschaut, wie genau man an diese Münzen rankommen soll. Und du musst dich halt wirklich, so wie wir es ein bis zweimal schon geschafft haben, ans Seil ranhängen und dann musst du dich irgendwie rüberschleudern. Aber guck mal, das ist halt jetzt das Schwierige an der Situation, meiner Meinung nach. Du musst dich so ans Seil ranhängen. Wie zum heiligen Bimbanius kriege ich das exakt hin, dass das wirklich so funktioniert. So, das Wasser geht langsam aus. Das bedeutet, ich muss eh gleich nochmal nach unten. Das ist auch nochmal geil. Richtig. Oh Mann, oh Mann. Oh, oh, das meine ich. Es ist so nervig. Wo sind denn die ganzen Münzen? So, Bro, das kann doch nicht wahr sein. Also, wie gesagt, ich habe nebenbei jetzt ein Video offen, weil ansonsten als Blindspieler muss man sich sehr, sehr viel ausdenken, ne? Sehr, sehr viel einfallen lassen. Vor allem, wie lange geht der Part jetzt schon? Keine Ahnung. Ich denke mal, der wird sogar ein bisschen länger gehen. Ich hoffe, wie gesagt, es ist nicht zu langweilig, aber ich predige es immer wieder. Freunde, so ist halt das Durchspielen als Blindspieler in dem Game. Und deswegen probiere ich ja in jedem Part irgendwie dann ein interessantes Thema irgendwie mit hineinzupacken. Und ich hoffe, dann ist es trotzdem interessant. Oder vielleicht ist es auch ganz spannend, einem Gimpel wie mir zuzusehen. Vor allem das Schwierige ist halt, sobald du nach oben geschossen wirst... Warte mal, das muss auch so funktionieren, oder? Warte mal, ich nehme mal eine an. Die andere Düse ist auch so schwierig, weil du kommst dann so... Du kommst einfach arschhoch. Du kommst einfach richtig dreckig hier hoch. Okay, vielleicht schaffe ich es jetzt. Ich weiß es nicht. Vielleicht... Wieso konnte ich gerade einfach so nach oben laufen? Wieso hat das funktioniert? Also, last try. Dann wechsle ich gleich nochmal an die Düse. Und ich habe das Gefühl... Hoppala. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich normal mit dem Seil hoch katapultieren lasse... Nope. Oh Mann, das kann doch nicht sein, ja! Und das möchte ich da oben hinbekommen, das kann doch nicht so schwer sein, Mario! Mach das doch am oberen Seil, bitte! Oh Mann, mir fehlen nur 30 Münzen! 30 verkackte Münzen fehlen mir doch nur! Guck mal, Freunde, also in dem Video, was ich gesehen habe, muss ich auch zwischendrin mal diese Dinger nutzen. Okay, das definitiv nicht, aber... Whoopala, das da oben... Warte mal, kann ich mit dem reden? Geben die mir eigentlich blaue Münzen? Gibst du mir eine blaue Münze, wenn ich mit dir rede? Ja, du liebst die Sonne. Hä? Oh nein, bitte nimm mir die Sonnenbrille wieder weg. Ja, ich hab genug, dankeschön. Wozu hat man diese Sonnenbrille? Wer hat sich diese Sonnenbrille ausgedacht bei Nintendo und hat gesagt, yo, voll geil. Jetzt reißt mir aber langsam mit diesen Drecksviechern. Weil ich will echt nicht verrecken. Ich habe jetzt 70 Münzen. Jetzt zu verrecken und ich muss den ganzen Bums nochmal machen, weil... Hier taucht eine Treppe auf und zack, 4 Münzen. Richtig und wichtig. Geil. Okay, das ist schon mal neues Secret, wo man Münzen findet. Nein! Boah, das war knapp. So, du verreckst einfach mal. Guck mal, wenn ich jetzt die Bienen beschieße, gibt's keine Münzen, oder? Ja, nur wenn ich... Mann, aber wo gibt's denn hier einen Joshua? Hier ist weit und breit kein verkackter Joshua, damit ich die Kabinen fressen kann. Guck mal, und mit Wasser besprühen klappt auch nicht. Das ist so ärgerlich gerade, dieses Level. Okay, Freunde, ich habe jetzt im Video gesehen, wie es auch funktioniert. Und zwar... Junge, hört mal auf, mir hinterher zu laufen. Digga, alles ist hinter mir her. Und zwar die Wassermelonen. Tatsächlich kriegt man eine Münze, sobald eine Wassermelone kaputt geht. Das ist eine ganz interessante Strategie. Vor allem, da die Dinger normalerweise nachspawnen müssten. Kann ich den jetzt einfach gegen die Wand klatschen? Ah, man kriegt die wahrscheinlich nur dead mit diesen Werfviechern. Yo, snack dir das mal bitte. Hallo, hallo. Ich wollte gerade sagen, ist ja unmöglich, das Ding kaputt zu bekommen. Und vor allem, als ich das Ding mal gebraucht habe... Ey, folg mir mal, ne? Ey, lauf mir hinterher! Ist auch in Ordnung. Dann machen wir eben diesen hier. Ne, warte mal, ich nehme dich. Ey, ey, ey. Zack.
Ist, glaube ich, ein Ticken einfacher. Kriege ich jetzt jedes Mal eine Münze? Und wenn ja, muss ich das wirklich 24 Mal tun? Nein, komm schon. Hallo? Warum geht das denn nicht? Digga, das ist unmöglich. Wirklich, wenn es drauf ankommt, gehen die kaputt. Aber jetzt, wo es völlig egal ist, wo ich das sogar möchte. Dankeschön. Okay, du kriegst wirklich jedes Mal eine, ne? Jedes verkackte Mal kriegst du eine. Hi, wirf das Ding mal wieder nach oben, okay? Hallo? Danke. Da ist eine Münze! Ich brauch die Münze! Nein, hör auf, die tot zu werfen! Ich brauch doch nur die Münze! Manu! Jetzt hört auf! Ich hab nur noch 3 Leben! Boah, ich krieg einen Nervenzusammenbruch bei diesem verkackten Level. So, hallo? Du wirfst das Ding auch nochmal bitte weg. Ja, danke. Zack. Eine Münze. Vielleicht nehmen wir die hier am Strand. Die sind noch einen Ticken näher, habe ich das Gefühl. Ach so, die sind nur Deko. Du kannst sie nicht verwenden, gut zu wissen. Ey, wirklich, also wenn das jetzt klappt, ne, und ich wirklich das 23 Mal machen muss. Wieso wirfst du das Ding nicht nach oben? Ach so, jetzt hat's geklappt, ne? Der kommt wirklich jedes Mal... Nein, 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 nein! Mann, oh, 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 oh. Ey, bitte verreck einfach nicht, Mario, okay? Das ist ja lebensgefährlich, Mann. Hallo. Ich kann nicht mehr. Ich kann diesen Schmerz einfach nicht mehr. Wisst ihr, Freunde, ich kann das nicht mehr. Boah, nicht, dass man jetzt gleich keine Münzen mehr bekommt, weil ich jetzt alles verkackt habe. Das wäre so freaking ärgerlich, Mann. Dankeschön. Hui. Zack. Bam. Noch eine Münze. Kriege ich hier irgendwas Besonderes? Okay, Sandburg eröffnet sich, aber auch hier natürlich keine Münze. Warum auch? Warum sollte das funktionieren? Das wäre ja zu viel verlangt, nicht wahr? Okay, wait a minute. Ey, kannst du mal bitte wieder hier hinkommen? Geil, jetzt hat's geklappt. Boah, wenn das die ganze Zeit so durchgehend klappen würde, wie schön wäre das, Mann. Das wäre richtig geil. Okay, so. 79 haben wir schon. Digga, du kriegst dieses Ding nicht kaputt. Du kriegst diese Wassermelone. Ey, es hat geklappt. Geil. Du kriegst sie einfach nicht richtig kaputt. 80 Stück. Naja, Freunde, was soll ich sagen? Ich glaube, ich mache gerade mal ein Speed-Up, ne? Das dauert sonst zu lange. Okay, Freunde, ich glaube, jetzt gleich ist es tatsächlich vollbracht. Und zwar kriegst du pro Wassermelone, ja, wenn es nicht so buggy wäre, die kaputt geht, 10 Münzen. Wir haben oben 92. Ich habe jetzt 2 Wassermeloni kaputt gemacht. Bedeutet nur noch 8 Stück und dann haben wir es geschafft. Also das ist wirklich eine super ekelhafte Mission, wie ich finde, um 100 Münzen zu sammeln. Weil, wie gesagt, also... Ich muss mir vor jeder 100-Münzen-Mission einmal angucken, wie es funktioniert, weil jedes Level eine eigene Mechanik hat. Vor allem, wenn das so buggy ist, ne? Wie genau man diese 100 Münzen bekommt. Also, krass, man muss jede Münze mitnehmen, auf alles muss man aufpassen und das ist wirklich unglaublich. Und sehr, sehr nervend aufreibend. Wir haben es gesehen, ich habe jetzt insgesamt, ich weiß gar nicht, wie lange ich hierfür gebraucht habe. Die andere Aufnahme ging, weiß ich nicht, roundabout 40 Minuten. Hier sitze ich auch nochmal 14 Minuten ran. Also hätte ich jetzt privat gespielt, Stunde. So wirklich eine freaking Stunde, um 100 Münzen einzusammeln. Was ist denn das? Ja, mein Gott, wenn man weiß, wie, ist ja immer dasselbe Thema. Gut, es geht schneller, deutlich schneller. Aber als Blindspieler, keine Chance, meiner Meinung nach. Weil es gibt hier nirgendwo so viele Münzen. Es gab wirklich zwischendrin mal ein, zwei Level, wo ich gesagt habe, beziehungsweise auch dachte, wo man es auch gemerkt hat, yo, ging ganz schön schnell. Aber das war Krampf. Das war definitiv der größte Krampf. Da kann man in SpongeBob den Krampf tanzen. Hallo, kannst du bitte kaputt gehen? Man muss halt auch exakt gegen die Wand laufen, ansonsten kannst du das Ding nicht einquetschen. So, 3 Münzen nur noch und dann haben wir es geschafft. Ich will dieses Level nie wieder... Ich muss dieses Level betreten wegen den blauen Münzen. Aber ich will dieses Level nie wieder betreten wegen normalen Münzen. So, 2 Stück nur noch. Wow, vorne, ich dachte damals wirklich so süß, ja, vielleicht kann man ja schon mal 100 Münzen so mitnehmen, wenn man viele Münzen im Level einsammelt. Pah! Digga, der größte Betrug. Das ist der größte Scam. Also, wer denkt, dass ApoRed's Telegram-Gruppe Scam wäre, getäuscht. Definitiv getäuscht. Okay, so. Dann machen wir jetzt das Ding hier zu Ende. Nein,
eine Münze! Oh nein, warum denn? Digga, das kann... Warte mal, eine Münze kriegen wir doch hier an diesen Vögeln da oben, oder? Ein Vogel? Ein Vogel irgendwie? Bitte? Das kann nicht sein, dass jetzt hier keine Münzen mehr sind. Ich brauche noch eine. Ich brauche noch eine verkackte... Das kann nicht sein. Einer von euch muss so eine Münze fallen lassen. Ja! Ja, da ist das Ding! Oh mein Gott! So, wo spawnt dieses Drecksding am Strand, ne? Geil, wir haben es geschafft. Freunde, ich sag an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben nicht vergessen. Abonniert den Umlaut, Mann. Danke an die Elite Umlaut Generalmember Basti, The Dark Empire, Cybex Games, Maria, Melli, Klein Dump hier und natürlich auch an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Wir haben heute nur eine Insignie geholt, aber das nächste Mal können wir zumindest schon mal eine blaue Insignie holen. Also im nächsten Part haben wir definitiv schon mal zwei. Ja, das Ende wird sich ein bisschen ziehen von dem Projekt, aber was macht man nicht alles für dieses legendäre Schmerzprojekt? Freunde der Sonne, bis zum nächsten Mal, euer Umlautmann. Bye, bye.